let your kids watch it. Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Willkommen und hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einer Runde ETS 2. Euro-Truck-Simulator, ne? Oh Mann, du. Seit der letzten Folge, ja, ich bin so ein bisschen noch weiter gefahren. Schlappe 50 Kilometer, um die nächste Ortschaft hier mal zu kommen. Um mal ein bisschen hier mit der Chichica Cementa eine kleine Nachtruhe einzuhalten, ne? Servus. Tja, unser nächster Auftrag lauert auch schon auf uns. Tanken muss ich noch. Tanken? Bietet sich an, ne? Wir stehen ja extra hier an der Tankstelle und der Kunde, der ist dann gerade mal 1 Kilometer entfernt. Da kriegen wir unsere nächste Tour. Jetzt müssen wir nur noch mal eben kurz tanken, ne? Da nützt alles nichts. Es muss getankt werden. Oh, Spiegel noch mal anmachen, damit ich auch weiß, was ich hier tue. Weil ist ja eh selten, dass ich weiß, was ich tue, aber wenigstens noch ein bisschen tanken, ne? Der MAN ist durstig. Der MAN ist durstig. Er will Diesel haben. Den soll er auch kriegen. Ne? Guck mal, die Tankanzeige da. Du. Weit kommen wir nicht mehr. Das steht mal fest. Weit kommen wir nicht mehr. Deswegen jetzt lieber noch mal ein bisschen Diesel in den Tank. Ne? Bevor wir gleich wirklich irgendwo stehen bleiben. Ja, ja, nichts parken. Tanken. Ja, willkommen in der EU, ne? 1,38. Russland waren 57 Cent. Verdammt. Ja, ja, zack. Das letzte Mal waren es 100 und etwas Euro. Jetzt sind wir schon mal 464. Aber immer noch besser hier tanken als da, wo wir hinwollen. Da könnte es noch teurer sein. Der Fachmann von Welt weiß jetzt schon, ne? Es geht gleich in eine Richtung. Wir verlassen so ein bisschen mit dem Auftrag die baltischen Staaten. Wir wollen wieder Richtung Finnland mal fahren. Mal wieder Richtung Finnland? Gehört ja auch zum Baltic DLC. Wo wollen wir auch mal wieder hin? Also ich will auch noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Sind wir ja noch gar nicht so sehr in Finnland. So, aber erstmal holen wir uns den. Was, du willst reiten? Wieso reiten? Ach, da steht ein Pferd. Hatte jetzt schon wieder was anderes gedacht. Okay. Puh. Sag jetzt nichts. Sag jetzt nichts dazu. So. Wir haben Vorfahrt. Das ist gut. Da brauche ich mich um nichts kümmern hier. So, 1 Kilometer zum Kunden. Kriegen wir dann den nächsten Auftrag für unseren Tieflader und unseren MAN. War das Licht noch an? Tatsache. So hell. Oh, noch kein Licht an. So, wo ist denn das hier? 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 Hier muss ich die Einfahrt kommen. Da. BLT. Da wollen wir hin. Bisschen ausholen, ne? Auch wenn wir mit lenkende Achsen haben. Schleuder ist ja ein Ticken länger, so. Tag. Ich bin der Onkel Nobi, ich hätte hier gerne mal meine Fracht abgeholt nach Finnland. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ein AMX-10 RC-16 Tonnen nach. Ja, das könnt ihr selber aussprechen, da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Da soll ich hin. Okay, ist natürlich überhaupt kein Problem. Das kriege ich hin. Vielleicht. So. Oh, unseren Tieflader da mal reinbuxieren, ne? Ist ja eine Menge Platz hier auf dem Hof. Also,
Das hatten wir schon schlimmer. Müssen die ausgerechnet dastehen? Ich sag noch, das hatten wir schon schlimmer, ne? Super. Augen auf, bevor man solche Äußerungen tätigt hier. Augen auf. So. Gut, dass wir lenkbare Achsen da hinten haben. Dann geht das alles ein bisschen einfacher, ne? Schafft sogar einen, wie ich das. Hey, komm, du Piebel, das sieht doch... Vor Gott sagen, das sieht doch super aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, diesmal stelle ich auch den Motor aus, ne? Damit das mit der Fracht auch klappt. So, lad auf unseren Schmuckstück, unseren AMX. Military Version. Alle Liftachsen schon runtergegangen? Nö, die vom LKW noch nicht, ne? Machen wir noch runter. Er hat auch ein extrem langes Rohr, wa? Chichika? Da kannst du mitreden. Ja. Ja, das Schmuckstück soll da in diese komische Ortschaft, deren Namen ich nicht aussprechen kann, in Finnland. Kein Problem. Alles locker. Tank ist voll. 16 Tonnen. Dürften kein Problem sein für den MRN, ne? Übliche Frage. Er hat Überbreite, ne? Falsch. Falsch. Jetzt. Jetzt ist gut. Guck mal, ne, die stehen da immer noch. Ich wollte gerade sagen, guck mal, in der Zwischenzeit ist auch der Platz geräumt worden, ne? Aber nein. Aber nein. Nein, nein. Nein, nein. Keine Panik. Stehen immer noch alle da. So, die Panzer rollen wieder. Ne? An dieser Stelle spielen wir alte Soldatenlieder ein. Immerhin hatten wir schon mal nicht so weit bis zur Kundschaft. Ne? Das war ja schon mal was. Das war ja schon mal gut. Und wir mussten nicht nochmal wieder da wie in der letzten Folge über diesen Feldweg da zu dem Typen da wieder hinhauen. Meine Herren, da hat der MRN aber auch extra langsam gefahren. Aber ich glaube, wenn wir die Tour hier mal beendet haben, muss ich da vielleicht mal so die eine oder andere Wartungsarbeit am MRN vornehmen. Und am Auflieger natürlich auch. Aber 16 Tonnen Ladung, ne? 640 MAN PS. Alles kein Problem. Läuft. Zieht er immer noch locker weg. Die haben hier Kreisverkehre ordentlich gerne. Oh, nicht geblinkt beim Rausfahren aus dem Kreisverkehr. Bitte das natürlich zu entschuldigen. Welch Fauxpas. Aber jetzt erstmal Richtung Fähre. Mit der Fähre rüber nach Finnland und dann tsk, die Ortschaft, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ach, ich versuche das gar nicht erst. Endet nur wieder in einer Peinlichkeit. Auf jeden Fall geht es mal wieder nach Finnland. Da gibt es auch noch viel zu entdecken. Ne? Also, hallo. Du bremst. Tu dir keinen Zwang an, du fahr ruhig noch ein Stück weiter nach vorne. Da haben alle schon wieder so viel Zeit und unser Bötchen geht doch bestimmt bald. Der Kapitän wird wohl nicht warten auf uns. Wo ist denn das Problem? Meister, da ist weit und breit keiner vor dir. Du kannst noch weiterfahren. Was läuft falsch mit dir?
Magno! Chill dein Leben mal woanders. Kann ja auch nicht wahr sein. Alles easy hier. Abbiegen kann ja wohl jeder. So, genug aufgeregt, ne? Mann, 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 Mann. Unglaublich. Ja, 90 dürfen wir, ne? Ich behalte meine 80 bei. Hat man so ein bisschen Zeit zu gucken, ne? Nicht ganz so hektisch unterwegs hier. Mehr chilliger. Mehr ruhiger. Alles gut. Werden das Schiff schon noch erwischen? Die werden doch nicht hier unser Mäuschen losfahren wollen, ne? Der Kapitän wird doch wohl warten. Klar. Klar wird er das. Ich würde auch warten. Außerdem Panzer rollen ja gerne auch mal etwas gemütlicher durch die Gegend, ne? Die Panzer rollen wieder. Ich glaube, so klein. Trackerkaffee? Naja, Wachtmeister, lieber nicht mit mir anlegen, du. Ich habe großes Geschütz dabei. Oh, guck mal, da drüben ist schon wieder ordentlich was los. Der PKW ist umgekippt. Eieieiei. Das kommt, wenn man zu schnell fährt. Schön mit Absperrung hier. Erstmal ein Schlückchen Trackerkaffee. So. Gemütlich Richtung Tallinn, ne? Tallinn, 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 Tallinn. Tallinn war aber auch schon mal, ne? Tallinn? War nicht schon mal in Tallinn? Wir sind ja überall zu Hause, ist ja egal, wo wir schon mal waren. Aber da, wo wir jetzt hinfahren, waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das weiß ich. In Ortschaft, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Oh, 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 ja. Wir nähern uns der nächsten Ortschaft. Wir nähern uns der Zivilisation. Seit Ewigkeiten hier keine Ampel mehr gesehen. Das ist so ungewohnt. Gibt es wirklich Ampeln wieder? Willkommen zurück in der Zivilisation. Natürlich schaffen wir die auch nicht. Na, hast du Lust auf eine Bootsfahrt? Du? Klar, ne? Klar hast du die. Oh, guck mal, ein MAN-Bus. So, jetzt könnt weitergehen, ich wäre soweit. Hab alles gesehen. So, Tallinn. Wollen wir gleich rausfinden, ob wir hier schon mal waren, ne? Siehste, nicht erster Aufenthalt in Tallinn. Hier waren wir schon mal. Alles gut. Kennen wir uns ja quasi aus. Oh. Okay, wir waren noch nicht in Tallinn. Wir kennen uns hier nicht aus. Alles klar. Ich hätte schwören können, wir waren hier schon mal. Meine du. Nächste rote Ampel. Schön, wenn man so viel an Ampeln stehen kann, ne? Das macht aber Spaß. Ampel stehen macht ja Spaß. Klar da. So. Mal sehen, ob wir die nächste. Ah, guck mal, die nächste. Wir haben grüne Welle. Wir haben die nächste Ampel geschafft.
So, Vorsicht, alles ein bisschen enger hier. Wir wollen ja nichts kaputt machen, ne? Aber so ein Panzer ist zwar stabil, aber der Auflieger, der gehört mir. Den will ich ja nicht unbedingt kaputt machen. Aerodynamisch in den Kreisverkehr ruhig beide Spuren nutzen, ne? Sind ja ein bisschen breiter. Kann man auch mal alles nutzen, was geht. Muss sich der Rest mal hinten anstellen. So, wo ist denn hier jetzt der Hafen? Wir müssen noch zum Hafen. Erstmal müssen wir zur nächsten roten Ampel. Läuft. Alles gut. Alles gut. Oh, hier gibt es sogar eine Straßenbahn. Eieiei. Hätte ich das gewusst, wäre ich hier nicht längs gefahren. Jetzt wird ja doppelt gefährlich. Nicht nur PKWs und LKWs, jetzt auch noch Straßenbahn hier. Hm. Da rechts rum. Da stand sogar Stockholm-Helsinki. Stockholm wollen wir nicht. Richtung Helsinki können wir mal fahren. Na, geht's in Urlaub? In deiner Dachbox? Und immer dran denken hinter mir, Vorsicht, Auflieger schwenkt aus. Guck mal, zum Hafen für LKWs rechts, für PKWs links, das ist auch toll. Und alles so schön eng hier gebaut. Toll. Gut, dass hier kein Gegenverkehr gerade ist. So, Fähre. Schönen guten Tag. Ernsthaft, er muss über Hinterhöfe zum Fähranleger. Polaris Lines, oder habt ihr euch aber auch was ausgedacht? PKWs haben bestimmt ein super Terminal da vorne und alles hochmodern. Und wir dürfen hier durch die Gegend jucken. Über alle Hinterhöfe, die es gibt auf dieser Welt. Hm. Da ist der Fährschalter. Alles gut. Sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Schauen wir mal, ne? Wir kriegen das schon alles hin, hoffe ich. Spiegel sind ein bisschen im Weg, ne? Man sieht nicht so viel. Oh, hier rum. Spur 6, klar, nehme ich. Tag. Darf ich gleich rauffahren? Frag gar nicht, mach einfach. Einfach erstmal über eine freie Spur dahin fahren. So, schön weit außen. Oh. Rubbel, rubbel. Guck mal, ich wusste, der Kapitän wird auf uns warten. Ah, da. Ach, ach Gott, da ist unser Plätzchen. Ist er nicht so gut besucht hier. Ja, Bremse. Motor aus. Wow, wa? Schön erstmal eine Doppelkabine. Werden wir nach Helsinki fahren für 2 Stunden. Man muss uns beeilen. Zweitausend Jahre später.
Cherie. Ach, du bist ja nicht Cherie. Cherie war ja die Jacqueline. Candy Maus. Candy Maus, wir sind in Helsinki angekommen. So, Emma hin an. Oh, dem Kapitän hier mal sein Boot verlassen. Ne? Freut sich auch, wenn er uns losfährt. Au. Oh, ist aber viel Platz hier, wa? Ist aber viel Platz. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal an die Seite. Und ich sage jetzt erstmal kurz Tschüss zu den Zuschauern, ne? Weil wir fahren in der nächsten Folge erst weiter. Ja, und mit dieser Bombensensation, dass wir da mit der Fähre gefahren sind, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie üblich, da oben ein Video, ne? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja vielleicht das nächste Video auch noch anschauen, ne? Was ich euch da vorschlage. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Ansonsten liked es, kommentiert, abonniert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.